Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Klein Anouk ist heute auch dabei, deswegen kommen manchmal wahrscheinlich ein paar lustige Geräusche. Ich möchte euch heute eine tolle, rohköstliche Alternative zu Kaffee vorstellen. Und zwar Guacino. Bei uns zu Hause wird er einfach nur Guaschmusi genannt. Und das Tolle und Besondere an dem Schmusi ist, dass er Guarana beinhaltet. Guarana ist eine tolle, heilkräftige Pflanze aus dem Amazonas-Regenwald und wirkt sehr stimmungsaufhellend, kräftigend, gegen Müdigkeit, für tolle Konzentration und macht einfach starke Nerven. Und ist eine super Alternative, wenn man keinen Kaffee trinken möchte. Wirkt auch sehr viel besser, nicht so sehr auf den Magen und über längeren Zeitraum und ausgleichend auch. Genau, als erstes nimmt man eine Handvoll leckere Mandeln, über Nacht in Wasser eingeweicht. Die tue ich jetzt gleich in den Mixer rein. Ich benutze alle Zutaten in Bio- und Rohkostqualität. Dann eine leckere Bergfeige getrocknet und 3 entsteinte Datteln zur Süßung. Ah, brummt's, kleiner Brummbär. Dann eine kleine Löffelspitze Vanille. Rohköstlichen Kakao, ungefähr einen halben Teelöffel. Die Mischung, die ich mache, ist ungefähr für einen halben Liter Wasser, also für 2 Gläser. So ein halber Löffel Rohkostkakao. Und dann das leckere Guarana. Nehme ich auch ungefähr einen halben Teelöffel. Das Ganze gieße ich dann auf einen halben Liter mit schönem frischem Wasser. Ich benutze immer Quellwasser, frisch bei der Quelle abgefüllt. Und dann wird das Ganze auf höchster Stufe gut durchgemixt. Am besten natürlich mit dem Vitamix oder einem anderen guten Mixer. Keine Sorge, mein Baby ist das gewöhnt, weil ich habe ja schon während meiner Schwangerschaft viel gemixt. Und schon ist der leckere Guacino fertig. Werden 2 leckere Gläser voll. Das Tolle ist, dass da gleich der leckere Mandelmilchschaum mit dabei ist. Wenn man den so hoch mixt, braucht man nicht extra wie beim Kaffee irgendwelche Milch aufschlagen. Ist gleich alles inklusive. Na dann lasse ich mir mal diesen leckeren Guacino schmecken. Ist einfach köstlich. Vorsicht, Suchtgefahr, ne? Okay, ihr Lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch mal auf meiner Webseite besuchen kommt. Und zwar hier. Pling! Oder schaut doch auch mal bei Facebook oder YouTube vorbei. Ich freue mich, ich wünsche euch alles Liebe. Bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.